Hallo, hier ist die Liana und so kennst du mich auch von anderen Videos. Normal sehe ich auch so aus, nur letzte Woche habe ich mir eine Brille gekauft und jetzt sehe ich so aus. Das ist eine neue Brille, ich hatte auch eine alte und jetzt trage ich aber diese, weil sie mir besser gefällt. Und so kam ich zur Idee, dir das Vokabular zum Thema Brillentragen beibringe. Ich erkläre dir, wie alles heißt, sodass du Bescheid weißt, wenn du dir auch eine Brille kaufen möchtest, worauf du achten sollst. Also, wenn man keine Brille trägt, aber Probleme beim Sehen hat, also die Sehstärke ist vielleicht nicht richtig oder man muss die Sehstärke korrigieren, dann braucht man eine Brille oder Linsen. Okay, die Linsen sind die zwei kleinen Sachen, die man ins Auge macht, damit man besser sehen kann. Ich kann aber keine Linsen tragen, weil ich 20 Minuten brauche, bis ich eine ins eine Auge reinlege und deshalb trage ich lieber eine Brille. Früher habe ich diese Brille hier gehabt. Das ist eine Brille, die ist jetzt ein bisschen krumm hier, ein bisschen kaputt, deshalb habe ich mir eine neue gekauft. Das ist eine Brille ohne Rahmen. Also du siehst, es hat nur diese zwei Träger hier, das ist die Fassung normalerweise, die Fassung von einer Brille. Und ohne Rahmen nennt man das eine randlose Brille. Also es gibt keinen Rand. Man sieht keinen Rand. Wenn ich die trage, dann sieht mein Gesicht wieder ganz normal aus. Das habe ich früher gemacht, weil ich nicht gerne es haben wollte, dass andere Menschen merken, dass ich eine Brille trage. Aber jetzt finde ich das voll cool, wenn man einen dicken Rahmen sieht. Also das ist dann eine richtige Fassung mit dickem Rand. Und ich finde das total cool. Ja, und sonst hat man dann, also das ist eine Fernbrille, weil ich sie dafür brauche, um in die Ferne zu schauen. Es gibt natürlich auch Brillen zum Lesen. Wenn man zum Beispiel die Buchstaben nicht richtig sieht, das ist dann eine Lesebrille. Die Fernbrille, die Lesebrille. Und es gibt auch die Gleitsichtsbrille. Das sind solche Brillen, die beide Möglichkeiten haben. Also wenn man nach oben schaut, dann kann man in die Ferne gut sehen. Und wenn man dann nach unten schaut, dann benutzt man sie als eine Lesebrille. Deshalb nennt man sie eine Gleitsichtsbrille, weil man den Übergang ganz gleitend. Ja, und was fast alle sonst haben, ist dann die Brille für die Sonne. Also die Sonnenbrille. Okay? Im Plural Sonnenbrille. Auch wenn es nur eine Sonne gibt, benutzen wir aber das für Brille mit einem N. Sonnenbrille als ein Wort. Ja? So, da sind meine Brillen. Eine Brille im Singular ist das hier. Da sind zwei Brillen. Okay? Nicht wie auf Englisch. Glasses. Auf Deutsch das Glas ist nur das hier. Das ist ein Glas. Eine Brille hat zwei Gläser. Okay, ihr Lieben, das ist zum Thema Brillen tragen. Ihr könnt mir in den Kommentaren unten schreiben, wie viele Brillen habt ihr? Tragt ihr gerne Brillen? Und welche Brille gefällt euch bei mir am besten? Diese hier oder die alte oder gar keine? Ich freue mich, eurem Kommentare zu lesen. Bis dann.